Oh. Das war sein Vater. Ich hab nicht gekillt. Kleiner Junge. Wir können zu ihm hin. Moment. Das ist er bestimmt gleich sauer auf mich. Jo. Ja, kann halt auch nichts mehr für dich tun. Verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. So, jetzt wird's gleich wieder hektisch hier. Das war Fail. Ich wollte eigentlich nur in Deckung gehen. Ja. Nicht mal ein. Kann mir jetzt auch helfen. Ah. Hier rein. Igelfall, erbitte sofortige Abholung. Hört ihr mich? Bestätigt Abholung. Nichts gibt's. Fuck, 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 fuck. Die billige Tür haben sie gleich kaputt. Hier nix. Na. Selbstmord, lass mal lieber. Nein, ich werde nicht sterben. Und nicht so. Es muss doch hinaus mit ihm. Komm, denk nach. Denk nach. Jetzt kann ich wieder in beiden Modus. So. Wo kann ich hier jemanden steuern? Nein. Leiter? What the fuck? Wo Leiter? Ist. Hä, what the fuck, wo ist Leiter? Haus da oben? Da, ja. Ah. Aufstehen. X, die geht's auch. Die sollte es doch jetzt besser gehen. Ich hab dich doch gerade geheilt, Mann. Hoch. Ja, hoch. Immer in Bewegung sein. Achtung. Oh, Backe, Backe. Mit einem geht hier gar nichts. Ah, schön. Verstärkung. Zumindest zwei Leute, auf die man zählen kann. Es wurde mir auch ins Bein geballert, also da bin ich ziemlich nachtragend. Wenn man mir ins Bein ballert, finde ich das voll unfreundlich.
Ja, aber er möchte gern Anführer gekillt. Ja, das war wohl keine so glückliche Mission. Boah, geiler Privatheli. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Aha. Jody, alles klar? Nope. Sonst würde ich ja wohl jetzt was sagen. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ja, klar. Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Ach ja, gucken wir mal ein bisschen aus dem Fenster. Trinken noch ein Schlückchen oder lesen lieber eine Zeitung. Hier nur Kacke drin. Ja. Grübeln ein wenig nach. Was haben wir da? Medizin, ja. Sollte man nehmen, wenn uns ins Bein geballert wurde. Om nom nom. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Ah, aber tot. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Ach, sag bloß. Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Mhm. Mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen an Ort. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt und das war's. Vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Wir haben leichte Turbulenzen. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Manipuliert. Ich habe irgendwie das leichte Gefühl, dieser rote Taster da wird gleich benutzt. Mit deiner oder ohne deine Hände. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Hey. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst. Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck. Ich kann nicht steuern. Schau dir, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich hier wieder belügen, Ryan. Oh nein, muss das sein. Oh, what the fuck? Ah. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Ja, haben wir. Wo bist du jetzt? Jetzt geht's.
Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst von ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör's. Sag's ihnen, Nathan. Jo. Das ist mein Ernst. Was für eine Ansage. Ob irgendjemand hier Glauben schenken wird. Keine Ahnung. Aber wir sollten gehen.